Stimmt ja auch nicht. Boah, hab ich das nicht gut gemacht, Kuya. Bist du stolz auf mich? In der Zeit, wo du jetzt drei Blöcke abgebaut hast oder so, hab ich schon 85 abgebaut. Ja, aber ich du hast halt drauf, ne? Du darfst das. Ja. Ich darf das. Du kannst auch so einen Trick machen, wenn du unter Wasser bist. Alter, ich bin eine Kuja, ich übersehe hier einfach mal einen Behälter und mach den nicht kaputt. Du machst den doch kaputt, wieso soll ich ihn dann kaputt machen? Du kannst unter Wasser so einen Trick machen, wenn du nichts siehst, dann machst du an der Wand einfach so Dings kaputt und setzt dann deine Fackel rein. Warte, so. Voll geil, ne? Ja. Ich bin der Kartoffelmann, voll geil, ne? So, ich brauch ein bisschen Luft, danke. Nee, Schleime. Wollen wir da hingehen? Ich weiß. Das Geile ist halt, wenn wir ein bisschen weiter oben an der Oberfläche bleiben, okay, hier ist eh gleich Ende, dann können wir halt mehr Truhen finden. Und Truhen sind halt geil, ne? Ja. Oh. Hab ich eigentlich schon Heildingens? Nee, hab ich noch gar nicht. Ich hab noch gar keine Gläser. Warte, ich setz hier mal gerade eine Fackel hin. LOL, da ist ein Auge! Ich box dich! Was, Marc, was kann man denn mit Lehm machen? Lehm? Töpfe. Achso, ich hab jetzt einen Pilz gegessen. Cool. Pilze kann man da drauf benutzen. Hast du schon ein paar Gläser gemacht, Kuya? Nee, die hatte ich letztes Mal gefunden. Habe ich Gläser? Nee. Schade. Man kann nämlich einfach in Gläser Wasser füllen, dann kann man H drücken und dann regeneriert man schneller. Ah, ich hab diese Teleport-Tränke, das ist gut. Teleportier dich einfach zum Spawn, gell? Ja. Jetzt teleportierst du dich einfach weg und lässt mich hier alleine. Ne? Ich hab zwei Stück. Ah, das ist vorhin ja. Ist er gemein zu dir? Nee. Lol, warte. Ja, sepp, hepp. Gibt's eigentlich auch Adventure Maps für Terraria? Nee. Hat sie ja nichts gewonnen. Warum? Ja, als ob es hier irgendwas Schweres gibt. Stimmt. Toll, Kuya, danke! Nee. Krankheit, danke. Auch so ein Insider. Jupp. Wir leben von Insidern. Ach, Kuya kann nix, ey. Ich schieß jetzt mal hier mit meinen brennenden Pfeilen auf die. Kriegst du auch gerne wieder einen zurück. So, warte. Brauch jetzt mal die Truhe. Komm, jetzt setze. Wieso setzt ihr da jetzt keine Fackel hin? Weil das Wasser ist. Ach so, da ist Wasser. Ja. Oh, das ist nicht gut. Hier kommen ein paar Leute. Oh lol, warte, ich zück meinen Bogen. Ich muss mich grad mal heilen. Verpiss dich jetzt. Oh, da oben ist noch ein Auge. Boah, hast du das Skill gesehen hier? So. Ich bin eine Kartoffel, Mann, ich renn vor. Warte, da kommt noch ein Hurensohn. Ja, ich muss looten, falls da Truhen sind. Bist du der Looter King oder was? Ja. Na komm, lass mal weitergehen hier. Warte. Ich muss mir mal kurz neue Fackeln machen. Wie viel hab ich denn noch? Ich hab jetzt auch nochmal 18 von diesen Seildingern gemacht, die sind auch praktisch. Warte, ich setz hier nochmal eine hin. Wenn das gehen würde. Boah, alle. Boah, der boxt mich. Warte, hä, du hast schon einen Clown? Ja, ich hab grad welche in der Truhe da hinten gefunden. Aber keine zwei, gell? Oh lol, der boxt mich kaputt! Ich muss hier weg! Drück auf! Fast, fast,
hab nix. Oh, warte. Wir können uns einfach einbauen kurz. Ne, warte, ich kann den hier machen. So. Oh lol, da fliegt einfach ein Zombie vom Himmel. Was ist das denn? Der ist auf dem Baum gespawnt wahrscheinlich. Ich bin der Kartoffelmann, ich baue Holz ab. Ja, aha, gestealt. Ich kann dir meinen Regenschirm geben, wenn du willst. Der ist auch cool. Wo muss ich das nochmal hin tun? Bei Zusätze den, auch, den, ne? Nee, den kannst du einfach, wenn du den in der Hand hast, fällt du langsamer. Achso. Ui. Ist zwar nicht so krass, aber kriegst halt keinen Fallschaden. Ja. Also in der Not kann man auch ganz einfach mal schnell die Taste drücken und dann kriegt man keinen Fallschaden. Ist eigentlich schon ganz praktisch. Da unten ist eine Truhe. Hoffentlich sind da Klauen drin. Guck mal nach. Warte. Ich mach jetzt Zaubertrick, damit ich hier ganz gut wieder rauskomme. Mach Seil. Mach ich jetzt so. Obwohl, warte. Da oben drüber muss. Ja. Geil. Warte, oh. Hänge ich mich hier dran? Oh lol. Ich mach einfach mal Geronimo hier. Ich seh nichts mehr, wo bin ich? Ah, hier. Meine. Geil. Warte, hier war doch noch ein Gefäß. Hier. Lol. Nee. Was war das denn? Cooles. Cool. Ich bin eine Kuh, ja, ich hab schon wieder geile Sachen gefunden. Ich hab einen Helm gefunden. Der kann aber nichts, der ist nur zum Aussehen da. Das ist lustig. Und das habe ich gefunden. Boomerang. Willst du meine Klauen haben? Die sind cool. Ja, du brauchst doch selber, oder? Ja, nee, kannst du haben. Ich brauch's ja nicht. Ja, aber die sind eigentlich ziemlich unpraktisch, bis man ein anderes Item findet, mit dem man die kombinieren kann. Na gut, aber sie reichen. Lustig, sie reichen immerhin. Ja. Oh lol, ah! Was mache ich? Glaub, oh Gott, ich sterbe. Ja. Wobblego 3000 wurde brutal seziert. Ich komm dann. Nicht. Soll ich zurückkommen? Ja, sonst brauchst du so lange, bis du da. Ach, du bist nur 1474 Fuß weg. Dann teleportiere ich mich gleich mit dem Trank zurück, nachdem ich hier noch ein bisschen was abgebaut habe. Also wir spielen auf Softcore, das heißt, wir verlieren nur ein bisschen Geld. Ja, weil der Noob ist eigentlich. Sonst hätte ich auch von mir aus auf Medium spielen können. Naja, macht nix. Ist ja okay. Warte, ich guck grad nochmal, ich gehe noch ein bisschen weiter, sammle noch ein paar Sterne ein. Lol, irgendwie sehe ich jetzt die ganze Zeit, wenn ich mit der Spitzhacke auf irgendeinen Block gehe, so einen gelben Rand. Drück mal Steuerung. Achso, was ist denn Steuerung? Keine Ahnung, aber ich glaube, das war doch damit. Was kann man denn mit. Was ich guck gerade so mal in den. Glasrohr gefunden. Ich guck mal gerade in der Steuerung, was. Smart Cursor. Achso, dann kann man sich das anzeigen lassen, dann findet man das besser, okay. Cool. Willst du ein Blasrohr haben? Oh, pff. Macht 10 Schaden. Ja, ich hab einen Bogen, also ich brauch's nicht. Ja, ich hab ja einen Bumerang gerade gefunden. Boah, was ist das denn jetzt hier? Hallo, ich will hier raus. So, danke. Oh, ich hab Sternschnuppen gefunden. Oh, ich muss mich teleportieren, weil die Zombies haben mich gekillt fast. Der Kartoffelmann kann halt nichts. So, ich glaube, ich hab noch so viel Holz. Das Problem ist halt, wenn du das Blasrohr hast. Lol, ich hab Heiltränke, die gehen auch mit Haar, ne? Ja, aber ich würde erst die Pilze benutzen und so, weil Heiltränke sind eher. Oh, was kann man denn, was braucht denn das Blasrohr? Das braucht Seeds. Und wenn du Seeds hast, also du kannst Seeds nur kriegen, wenn du ein Dings hast. Also es ist noch unpraktisch für mich. Nee, du kriegst halt Seeds nur dadurch, wenn du es Dings hast und hier Gras kaputt machst. Du wirst angegriffen. Ja, hab ich gerade gemerkt. Oh. Der Boomerang ist schon geil. Glaube ich mir nicht. So, dann also. Jetzt gleich mal nach rechts. Ja, warte, ich gehe gerade erstmal ein bisschen Kupfer brennen. Ja, mache ich auch. Also. Hier so ein bisschen. Ja, schon mal 8 Kupferbahnen. Oh
Oh, ich hab jetzt 3. Wo ist denn hier eine Truhe? Kannst du hier noch ein paar Truhen hinbauen? Ja, ich kann die schnell dahin stellen, ja. Oh, 31 Leadbarren. Die Truhen, wollen wir die hier oben hinstellen? Ja, gerade? Ja, stellen wir die in diese Etage. So, einfach mal ganz hier hinten anfangen. Du kannst halt, wenn ich da gerade was dran mache, nichts machen. Das ist halt ein bisschen kacke. Da tue ich einfach mal den ganzen unnützen Kram rein. Das ist zum Beispiel das da. Obwohl, ne, die können wir noch brauchen. Was ist denn da oben für ein Pikachu? Die Shurikans. Das ist aber auch das dabei. Ich hab einen Regenschirm, cool, ja. Kannst du jetzt mal aufhören, die Truhe zu blockieren? Ich will da mal meinen Kupfer reinlegen. Ja. Warte. Oh. Oh, du hast hier ein paar... Shuriken hast du? Okay. Ja, ja, lass die mal da drin. Die können wir später dann gut benutzen gegen den Boss, weil die relativ viel Schaden machen, ne? Es sind noch keine Leute bei uns eingezogen. Nee, es kommen halt natürlich auch noch, die kommen halt erst dann, wenn du halt auch Sachen gemacht hast. Was heißt Sachen gemacht hast? Zum Beispiel, für den Händler, den wir schon hatten, brauchst du insgesamt 20 Silbermünzen. Und der kommt halt nach einer Zeit dann einfach hin. Wir haben jetzt, ich habe jetzt zum Beispiel 76, das heißt, der könnte eigentlich schon bald kommen. Wie viele Silbermünzen hast du? 76. Hä? Ich hab grad mal 6. Du bist ja gestorben. Da verlierst du ja auch Geld. Ja, aber Kupfermünzen verliere ich doch. Oder verliere ich beides? Du verlierst beides. Die Hälfte von dem, was du hast. Lol. Wenn du 70 Silbermünzen hast, natürlich 35 zum Beispiel. Ja, ich schläg mal die Münzen da rein. Mach das kannst du auch. Brauche ich ja nicht. Brauch mal Wasser. Wo ist Wasser? Münzen. Achso, Munition, Saat. Ja, genau. Die bekommt man durch Gras, oder was? Ja, wenn du einfach hier dieses Gras, wo ich gerade davor stehe, zum Beispiel kaputt machst. Okay. Ist natürlich gut zu wissen. Ich mach mir gerade mal ein bisschen Wasser. In der Flasche. Das ist gut. Jetzt habe ich schon 3 Saat. Wow. Ich finde Bogen geiler. Oh! Hier, warte. Aua. Warte. Hier, ich bin hingefallen. Oh, 17 Wasser, danke. Bitte. Ich find's ein bisschen schwachsinnig, dass es immer direkt in den Ausrüstungsslot gelegt wird und nicht ins Inventar. Da muss man immer den Ausrüstungsslot immer wieder frei machen. Das kommt doch. Boah, guck mal, ich bin voll der Cheater. Hui. Bam. So, dann behalte ich mal 50 Erde oder so. Das Witzige ist, dass wir jetzt schon fast so weit sind, wie wo wir das letzte Mal, Wir hatten ein paar mehr Rohstoffe. Und ein paar geile Sachen aus den Truhen. Zum Beispiel mein Speer, der war schon ziemlich geil. Ja, der Speer war cool. Mana, was kann man nochmal mit Mana machen? Mana muss man skillen irgendwie, ne? Ja, durch 5 Sternschnuppen kannst du dir machen. Lol, warte mal, ich hab 2 Stück. Ich leg die mal gerade in die Truhe, ne? Dass ich die. Ich hab auch 2 Stück. Nee, da haben wir schon 4. Warte, dann lege ich das mal gerade hier oben hin. Sternschnuppe, da. Linsen lege ich auch mal rein. Grauer Ziegel lege ich auch mal einfach da rein. Saat brauche ich jetzt nicht unbedingt. Holzwand, eine Eichel. Soll ich mal ein paar Eichen setzen? Jo, mach ich einfach mal. Habe ich mir so eine gekauft. Ja, komm, stell mal dahin. Ja. Ich setze mal hier so ein paar. So, guten Tag. Wie sehe ich denn das? Ob da was geplantet wurde? Also. Das ist dann so eine Ersetzung, ja. Also. Wie in Minecraft im Prinzip. Es funktioniert aber irgendwie nicht so geil. Achso, man muss immer einzeln klicken, oder was? Können die so dicht beieinander wachsen? Ich weiß es nicht, aber ich glaube schon. Sägemühle. Ja, da habe ich hier erstmal ein paar Eichel gesetzt. So, und dann hole ich mir jetzt erstmal Spinnennetz. Ui, bam.
gab es eigentlich schon mal eine Schlagzeile in der Zeitung: Regenschirm rettet Leben. Weil irgendjemand irgendwo runtergefallen ist, hat er seinen Regenschirm aufgemacht. Oh. So funktioniert das. Ja, was kann man denn mit Sägen machen? Ah, da kann man Kommoden herstellen, cool. Bett. Und Bett, oh. Was brauchen wir denn für ein Bett? Ein paar mehr Sachen, glaube ich. Bar, Bartool, Webstuhl. Ein Gärbottich. Hast du schon einen Gärbottich gebaut? Brauchen wir nicht. Kann man Tränke machen, ne? Ich weiß nicht, da kannst du Bier machen und die geben dir halt auch irgendeinen Effekt. Webstuhl. Glaub, Webstuhl. Hast du schon, ne? Und ein Barhocker ist wahrscheinlich wieder nur, ist wahrscheinlich wieder nur, zum gut aussehen. Hast du jetzt schon Betten gebaut? Nee, können wir noch nicht machen. Ah, okay. Was braucht man denn für Betten? Wir brauchen mehr Spinnen. Spinnennetz. Warum liegt denn da ein Trank auf dem? War das richtig so? Das war ein Glas, ja, ja, das soll so bleiben, weil, wenn wir dann Dings haben, Schleimpilze und Gläser, dann können wir uns Dings machen. Tränke. Achso, das Glas ist einfach nur da, damit du daran denkst, oder was? Nee, nee, damit man das craften kann, das muss so sein. Ach so! Lol. Ja, das ist schon. Das ist irgendwie voll tricky, ey. So, dann würde ich sagen, aber es ist egal, aber es ist egal, wo bei der Werkbank das Glas draufsteht, oder? Soll ich noch schnell... Ah, warte, komm, ich mach jetzt mal was Geiles noch schnell. Kann ich mir eigentlich eine bessere Spitzhacke bauen? Ich kann eine bessere Spitzhacke bauen, zwei Stück. Okay, dann mach mal. Kupferspitzhacke weg, braucht kein Mensch. Was, eine Kartoffelspitzhacke? Ach nee, das war ja dein Name. Eine... Ah, ich brauche noch ein bisschen Holz, gib mir mal ein bisschen Holz. Wie viel? 10. 10? Ja. Bitte, das ist schön. Oh, gut, da kann ich jetzt noch eine machen. So, jetzt sind wir auch nochmal hier. Ist sogar gut, die hat mehr Speed. Das ist nice. Eine Bleipickaxe. Und das Einzige, was wir uns halt mit Kupfer machen können, wäre Rüstung, aber das, Warte mal, ich hab noch sau viel Holz, ich könnte mir eine Holzrüstung machen, das mache ich jetzt erstmal, bevor wir... Ah, das bringt's nicht. Drei Rüstungen, da kriegst du... Das bringt's nicht. Meinst du? Ja, das bringt's nicht. Okay, wenn du meinst, dann mach ich's halt nicht. Ach, das solltest du vielleicht kaputt machen, wenn du das Blasrohr benutzen willst. Na, du kannst mir ja auch dann einfach die Saat geben. Nee, ich krieg die ja nicht, die kriegt man nur, wenn man Dings hat. Achso, die kriegt man nur, wenn man ein Blasrohr im Inventar hat. Lol, das ist ja... Das ist mega unlogisch. Das Inventar ja richtig voll. Ja, das stimmt. Lol, da hat wieder jemand einen Regenschirm. So einen hohen... So. Der macht aber nicht so viel Schaden, muss man einfach mal sagen. Das Blasrohr? Nein, der... Der Dings da, der Schleim hat halt so viel Schaden gemacht. Ich bin der Kuja, ich hab da zwei Seile hingemacht, weil das geil ist. Oh, hier oben, guck mal hier. Oh, ich 22 Ropes und Saat, nice. Ja, ich müsste dann mal weg für eine Stunde oder so. Warum? Ja, essen halt. Ach so, früh isst ihr? Okay. Ja, mein Vater meint halt, ja, ja, wir machen jetzt heute mal früher. Ja, da könnten wir eigentlich Pause machen, oder? Ja, gut. Also, dann würde ich sagen, was ist schon mal für die ersten paar Folgen? Ich hoffe euch... Lol, da kommen einfach Schleime vom Himmel gefallen. Ich hoffe, euch gefällt das neue Projekt. Und ja, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Tu war gar nicht.